Okay, Steve Palu. Der Talk auf den Backranks hier. Ich weiß gar nicht, ob man es hört, aber wir haben im Hintergrund die ganze Zeit long ein bisschen Trash Talken. Was ist Trash Talken? Quatsch redet. Okay, aber versucht das mit der Palutena. Ist auch Athena ist ja ein guter Fall. Ne? Die meisten Steve-Spieler ein bisschen trigger-happy. Wenn du ihr Property betrittst, dann kommt sofort irgendwie ein F-Smash, sofort eine Dash-Attack. Und mit Palutena kannst du das immer gut provozieren und dann wieder punishen. Man hat auch gerade schon gut gesehen, dass eine Back erreicht, um diese Dirt-Mauer einzureißen. Ja, das ist nicht schlecht, das ist ein Luxus. Ja. Und dazu ist die von Paulina natürlich ein sehr, sehr broken Move. Mit ihrem Schild. Oh, versucht den Footstall out of Shield. Hätte auch gekillt, das ist immer das Freche. Oh, ambitioniert. Ob das ein Miss-Input war, sollte wahrscheinlich ein Turnaround Dante werden, ne? Nee, anscheinend nicht. Sieht gewollt aus. Er macht es tatsächlich sehr gerne. Ich glaube, er möchte dann einfach so mehrere Get-Up-Options gleichzeitig covern. Er covert dann auch eine Rolle. Get-Up. Ja, aber das sah ja fast mehr nach Two-Frame-Timing aus, oder? Air-Dodge? Weiß nicht, vielleicht. Respektiert auf jeden Fall mal gut dieses Minecart hier. Ja, musst du auch machen, weil das Minecart einfach so ein guter Move. Wenn der einmal gefangen wird, aber jetzt sind wir erstmal die Nair-Bombs. Oh, was sah das denn gerade so? Ja, aber Nipim tut ja auf jeden Fall immer ganz gut, entweder den Approach an sich schon vor dem Sprung antizipieren oder ihn dann doch immer nochmal mit einer Fair kriegen, wo ich nicht weiß, ob das jetzt hier Misjudgment von Selim ist oder einfach nur der Mut, so weit vorzugehen, noch einen Schritt weiter zu machen, um ihn zu erwischen. Ich glaube, so ein bisschen Mut brauchst du, um gegen Steve reinzugehen, weil du willst ihn ja auch nicht meinen lassen, ja. Wenn er seine Ressourcen kriegt. Und der Diamond Online ist, jetzt haben wir schon Gold. Buffst du ihn ja indirekt. Wenn du ihn einfach machen lässt. War schon ein Come-Out da. Ja. Der killt sich noch nicht. Die Sidebys haben ihm bisher echt wehgetan. Nipin ist echt immer ready für die. Wie ist das eigentlich mit dem Reflect? Palutenas Reflect macht ja theoretisch so ein Board zur Seite. Ja. Kann das den. Kann das Anvil nach oben reflecten? Sollte eigentlich, denke ich. Aber diesmal kriegt das. Was ich sagen kann, ist, dass zum Beispiel Zelda's Nushugi es reflecten kann. Also gehe ich davon aus, dass Paolo es auch kann. Aber. Shadow Steinpapier verloren. Diamondbacker tut leider zu sehr weh. So, erstes Match, die Mauer hat es noch nicht gemacht. Vielleicht, wenn er mal den Lead hat, funktioniert es vielleicht eher. Aber hier hat Nipin relativ komfortabel immer die Hits noch zwischendurch gekriegt und einfach mehr rausgekriegt. Ne? Ja, bei Stevie ist natürlich auch gesagt, dass es oftmals ein sehr player-heavy Matchup ist. Ja. Weil du so viel Sachen mit Steve machen kannst und jeder das irgendwie so ein bisschen anders spielt. Also, nur weil du gegen eins die Spieler gut spielst, heißt es nicht, dass du gegen die anderen auch zerstörst, so ungefähr. Und Nipin einer der doch schon besseren Steve-Spieler. Ganz interessant, da stehen jetzt auch immer viel mit dem, er rennt ran, rennt wieder zurück, kommt mit einer Nähe wieder zurück. Die dann den Versuch von Nipin erwischt. Oh, tragisch ist die. Ihn dafür zu punishen. Mhm. Was besonders lecker ist, weil er natürlich aus dem Nerv so viel kriegt. Dann sieht das immer kurz wie Steve aus, wenn er ihn dann nach oben laddert und am Ende 50% liegen lässt. Ja, ein bisschen die Timings fehlen. Selim ja auch noch den Zeitgeber zu punishen. Oh, das wird's gewesen sein. Oh, das ist einmal. Oh. Lecker Schmecker. Ja? Einfach eine Aktion, das ist sehr gut, was man sieht. Ja, aber man sieht schon die erste Anpassung von Nipin hier, ne? Shieldet diesmal diesen, wie würde man ihn nennen?
diesen Nutzer, mit dem er wieder zurückkommt wieder. Man hat gerade gesehen, dass das Sylvan ready war für den Counter, weil er Anvil antizipiert hat. Oh, Harshard. Das war nicht nach Vorbildung gespielt. Ja, zum Glück nur die Holzaxt. Oh nein, was war das denn? Ja, da sind leider ein bisschen Putt umgebracht. Waren die schon 80%? Oh, knapp. Ja, tja, aber ich glaube, wenn du kein Saudi bist, dann punishst du das doch auch einfach nicht. Da denke ich mir, viel tighter kann er das dann nicht mehr punishen. Springt im letzten Moment über das Card rüber. Da machst du nix. Also dann ist es eher an Selim zu überlegen, wie kriegt er die Position besser hin, dass er dann nicht dafür gepunished wird, dass er es gewürft hat. Das ist das Steve Live. Sehr schön, geht noch nicht. Selbst auf Yoshis. Das hat mich ehrlich gesagt beeindruckt. Ja, Selim braucht eine. Die Berge zerstört einfach das Kraft. Eine Backlear oder einen Backthrow. Dann soll es schon gewesen sein. Aber. Hinten lässt sie irgendwie gerade nicht rein. Ja, sie machen ganz gut gegenseitig, ne? Ja. Sollte aber natürlich was sein, was in der Longthrow im Favor von Selim ist, weil er mit der Backlear einfach mehr rausholen kann, wenn er nicht gerade gegen Uptails verliert. Und das tut er nicht, weil immer nur die F-Tails und die Dash-Attacks kommen. Bleibt doch bei der Palutena. Lass mal gucken, ne? Das sah jetzt nicht so knapp aus, wir dürfen nicht vergessen, dass er basically Zero to Death hat eben. Mhm. Ja, das ist basically, ne? Muss man auch bedenken, dass halt Yoshis auch war, ne? Ja, ja. Ja, deswegen meine ich, ne? Also neutral-technisch sah das immer noch relativ gleich aus. Also würde mich nicht wundern, wenn das Match jetzt entsprechend sehr viel knapper wäre. Ja. Beide haben auch ihre ersten Anpassungen gezeigt. Das Patent und Palutena Ledge Trapping. Sehr geil, dass auch dieses Nuffle Bee, das Auto Retico oder wie das heißt, das Kart zerstört. Oh, das war knapp. Ah, fies. Was macht er da? Höher recovern, schneller recovern. Schnell hoch, der Kart ist hier. Schöne Coverage. Eieiei. Gold tut halt auch schon sehr weh. Ich bin der Hinter dies schon. Ganz stark ahead. Auf jeden Fall sehr gut wieder zu sehen. Ne? Also Selim wird eigentlich nur von den Update-Kombos gehittet, wenn er schon im Disadvantage ist. Ne? Wenn Nikin irgendwie den Read darauf kriegt, dass er geerdet hat oder sowas, dann hat er nicht geupdatet. Selim ein bisschen. Zu sehr am. Ja. Komische Reads machen, gerade mit dem Upsmash. Gucken, dass er wieder ein bisschen mehr überlegt spielt, vielleicht, wie er es letztes Jahr gemacht hat. Ja, aber wann willst du gegen Steve machen, wenn nicht da, ne? Du willst es nicht machen, wenn du einen Anvil challengen musst, du willst es nicht machen, wenn du einen Minecart challengen musst. Ja, klar, aber dann lieber für sowas gehen. Einmal Backair, ist schon safe. Opportunity Cost, ne? Hast schon recht. Ja, Steve ist natürlich. Oh, das sollte ein Dash Attack sein. Steve ist halt ein Schade, er hat auch sehr schnell sehr viele Prozent auf dem Kampf. Vor allem jetzt. Oh. Ja, das muss man respektieren, dass das durchkommt. Das hätte er auch sehen können, ne? Da hat er nicht aufgepasst. Ich glaube, er hat einfach versucht, nicht den Diamond zu geben. Also den Craft quasi. Ey, das Schild. Da kommt Freude auf. Da weiß man mal gar nicht, was man da machen soll im Moment. Ja, jetzt sieht man noch. Jetzt guckt er. Ja. Ne? Nicht nochmal den F-Smash kriegen, den Charge. Boah. Genau. Die Wand erstmal kaputt machen, Save kaputt machen. Oh oh. Kommt wieder aus der Corner raus. Sehr schön. Oh, clean. Schön gemacht. Da zeigt er auch Selbstbewusstsein. Da wusste er ganz genau, dass er. Uiuiui, da hat er den Astrid mal bekommen.
er braucht einen Nerzwing, das ist schon wieder even. Aber man darf nicht vergessen, Diamond ist da. Mhm. Oh, das ist jetzt die Angst, die Angst. Die Angst davor, gecheased zu werden. Mhm. Oh, oh, und das wird sein. Ja. Das war's. Ey, das sah schmerzhaft aus. Mein Card noch 10%, da kommst du nur raus, wenn der Steam-Spieler da irgendwie was misst. Ja, was könnten wir uns hier noch ansehen, ne? Also ein Problem, was ich auf jeden Fall noch sehe, ist der Stage-Wahl. Ja. Das ist nämlich genau was. Auf den anderen Stages ist ja immer das Problem, dass wenn er das Haus baut unter der Plattform, macht die Plattform Eingang zu und setzt sich dann da drunter, kannst mit Palutena nicht ganz so gut reingehen, dann hast du immer Angst, dass du dann irgendwie easy in den Upsmash reinkommst oder so, kannst mit deinem Nair da nicht reinfallen, musst eigentlich immer warten, bis du unter der Plattform bist, damit du dann deine Fair drücken darfst. Und hier jetzt tendenziell offener, ne? Die Plattform da ist zwar auch tendenziell irgendwie im Weg, aber einfach so wie auf den anderen Dingern auch, dass es wieder ein Abfall ist. Aber nutzt die Gelegenheit jetzt nicht, um drüber zu springen. Weiß ich auch nicht, ob es die smarteste Idee wäre. Wäre aber zumindest mal was anderes. Ne, vielleicht machst du es auch nur, bis du wieder die Wand hauen darfst. Der Amboss tut ihn ganz schön viel Zeit kosten immer, weil er mal nicht den Backer rauskriegt, weil er drauf landet. Schön ist auf jeden Fall gerade her, mit seiner Nushibi zu arbeiten. Irgendwie zu couchen, aber funktioniert irgendwie nicht gerade. Oh. Das war strong. Ja, Mokin hält sich da gut zurück, den Anvil nicht zu drücken. Ruhig dann nicht einfach bleibt. Ja, und er merkt das jetzt auch, ne? Also die letzten drei Sachen hat er ihn immer sehr konzentriert rausgepokt. Ja. Immer genau so ein bisschen, jetzt willst du mich reinhören. Jetzt willst du mich reinhören. Jetzt kommt wieder eine Dash. Jetzt kommt wieder eine Dash. Er weiß irgendwie ganz genau, was passieren da will. Mhm. Und spielt auch den Gameplan aber auch gut mit Options runter, ne? Manchmal wirft er den Grab raus in Antizipation dafür, dass Selima vielleicht mal ein Run-Up-Shield approached. Macht er aber nicht. Ja, macht er nicht und dann merkt er, dass Nippon das auch, okay, dann kriegst du weiter die Dinger, ne? Dann haben wir wieder einen Grab.